Hey und willkommen hier zurück in Craft Attack in meiner Superheldenhöhle. Irgendwie eine ziemlich unfertige Superheldenhöhle und deswegen dachte ich mir, ich baue heute mal wieder ein bisschen was an der Höhle und ja, zeige euch mal so, was sich getan hat. Hat sich überhaupt was getan? Ein bisschen hat sich getan. Das Einzige, was sich mich bis jetzt, glaube ich, getan hat, war, dass ich hier ein bisschen Fläche gemacht habe und was ich da gleich hinbaue, das werdet ihr gleich sehen, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Und ich habe noch ein bisschen was, gefarmt, nämlich hier diesen Cleanstone und den wollte ich nämlich hier unten verklatschen. Denn wir wollten nämlich auch unsere Bahnstation fertig bauen, aber den Zug baue ich heute nicht, weil dafür muss ich mir erstmal ein Design ausdenken oder beziehungsweise eins raussuchen, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie man überhaupt Züge baut. Aber ich brauche halt irgendwie ein Zugdesign, was ich dann im Nachhinein noch irgendwie umwandeln kann, sodass es dann noch ein bisschen Batman-mäßig aussieht. Was unser Ziel aber heute ist, ist erstmal, dass überhaupt hier diese Station erstmal fertig wird und man hier nicht mehr irgendwie in die Schlucht reingucken kann, weil das sieht total räudig aus. Und ich habe hier noch einen Emerald-Block runter gemacht. Das heißt, man kann jetzt von hier aus immer nach oben springen. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, aber ich dachte mir, wir gehen jetzt einfach nochmal hier rein. So, wunderbar. Und, ja, wir kloppen jetzt erstmal hier diesen Scheiß weg, weil, das gehört hier nicht hin. So, und somit haben wir das jetzt schon erstmal weggekloppt. Das sieht irgendwie noch nicht so ganz stimmig aus. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier nochmal den Boden hin, weil, ja, ich dachte mir, hier machen wir nochmal eine kleine Fläche, dann kann man noch irgendwas hinbauen. Vielleicht so ein Ticketschalter oder sowas aus Joke irgendwie, ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Boden, weil sonst kann man hier halt nicht stehen. Ist ja selbstverständlich. So, jetzt machen wir hier nochmal so eine kleine Wand, weil, ja, das soll halt zu sein. Es sieht halt super kacke aus, wenn man ständig hier auf diese Höhlenkacke guckt. Für die Leute, die die letzten Folgen gar nicht gesehen haben und überhaupt nicht wissen, was ich überhaupt hier mit dieser Höhle geplant habe, folgendes. Ich baue diese Höhle nicht einfach so aus Jux, sondern ich habe mir da schon was bei gedacht. Ich habe auch einen kleinen Plan und ich möchte das Ganze so ein bisschen Roleplay-mäßig umsetzen. Möchte dann quasi hier so eine kleine Superhelden-Story aufziehen und noch so ein geiles Superhelden-Intro machen und alles mögliche, damit es halt alles irgendwie cool zusammenpasst. Ihr wisst Bescheid. Ich weiß, es passt eigentlich nicht so wirklich vom Feeling her, weil wir alle so total einen auf Mittelalter machen und ich mache hier einen auf High-Technology und Batman und bla bla. Das passt halt einfach überhaupt nicht zu diesem ganzen Mittelalter-Ding. Aber wisst ihr, was das Ding ist, Leute? Es gibt keine Craft-Attack-Regel, die besagt, ihr dürft nicht das Roleplay machen, worauf ihr Lust habt. Man muss alles im Mittelalter-Stil halten. Da gibt es keine Regel für und das hat niemand auch so festgelegt. Deswegen mache ich, was ich möchte. So, wo ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf habe, ist jetzt eigentlich hier nochmal so ein Gang zu buddeln. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal lassen. Ich werde das Offscreen dann nochmal ein bisschen machen und werde euch dann quasi in den nächsten Folgen zeigen, was sich da unten so getan hat. Aber ich glaube, das war's jetzt erstmal mit der U-Bahn. So, und dann machen wir uns erstmal ein bisschen von diesen Stone Bricks. Die brauchen wir nämlich. So. Ich habe nämlich Folgendes vor. Ich habe mir gerade eben was Nettes im Singleplayer vorgebaut. Dafür brauche ich nochmal eben ein paar Items. Und das würde ich jetzt halt gerne hier umsetzen. Aber dafür brauche ich noch Folgendes. Wo haben wir es denn? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es? Ja, wo bist du? Alter, wo ist dieses scheiß Item? Okay, scheinbar ist das, was ich gerade suche, mal wieder nicht auffindbar. Deswegen nehme ich mir einmal hier einen Tintensack und den mache ich jetzt erstmal in Kombination zu schönem schwarzen Glas. So, und ich würde sagen, wir schnacken nicht länger weiter rum und teleportieren uns einmal eben kurz zurück in die Höhle. So, und ich würde sagen, ich habe da nämlich was im Singleplayer vorgebaut und das würde ich jetzt gerne einfach mal hier übertragen. Ich habe das zwar in Quarz gebaut, aber da Quarz so unglaublich aufwendig abgefuckt zu farmen ist, würde ich sagen, wir bauen das Ganze einfach mal in Stone Bricks und das sieht, denke ich mal, auch ganz hübsch aus. So, ich würde sagen, als allererstes machen wir erstmal, so. So, und dann machen wir hier einen hin, dann machen wir hier zweimal so. Und dann einmal drei Blöcke dahinter. Auch unbedingt ein Crafting Table hier. Genau, wir brauchen mehr Slabs einmal. Zack, zack. Und dann nochmal eben mehr Treppen. Wunderbar. So, und das machen wir jetzt einmal eben kurz. So. So. Und denselben Stissel machen wir einmal auf der anderen Seite. Einmal so, dann 1, 2, 3. Und dann hier wieder einmal irgendwie so. Dann hier darauf wieder noch einen Slab. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ich brauche noch einen Slab. So. Dann hier noch einen Slab drauf. Dann hier noch einen Slab. Dann hier einmal zwei Blöcke. Dann kommt hier der Anvil hin, weil das irgendwie der Antrieb oder sowas in der Art ist. Und dahinter einmal der richtige Antrieb. So. Dann kommt hier eine Treppe drauf. Und hier eine umgedrehte Treppe. Dann so. Und als Abschluss würde ich sagen, damit es irgendwie nicht so kacke aussieht, hier nochmal zack. Wunderbar. Okay, der Raum ist zwar ein bisschen klein, aber es sieht schon irgendwie so ein kleines bisschen nach einem Flugzeug aus. Zwar nicht so sehr, aber auch nicht so unsehr. Oh, aua.
Falls ihr noch irgendwelche Ideen für Flugzeuge habt, die jetzt ungefähr so 4 Blöcke groß sind und ungefähr in der Höhe sind und ihr habt irgendwelche coolen Ideen, wie die ich hier umsetzen könnte, dann könnt ihr mir einfach mal Bilder auf Twitter schicken, das ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr mir einfach mal eure Flugzeugideen schicken und ich könnte die dann theoretisch hier umsetzen. Vielleicht schreibe ich dann noch irgendwie euren Namen dazu oder sonst was. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne eure Vorschläge schicken und ja, das war soweit dann meine Idee. Aber folgendes, ich habe heute noch etwas vor. Aber erstmal trash ich hier die Scheiße rein. Das brauche ich vielleicht. Und das auch. Und das hier erst recht. Folgendes. Der gute Petrit hat mich nämlich gefragt, ob ich ihm zu seinem Kampfposten vor Revis Rebellion irgendwie noch ein paar Cobblestones bringen kann, weil der braucht nämlich welche für die Festung da drüben. Und ich dachte mir, weil ich ja noch zu Petrit gehöre und nicht zur Rebellion, bringe ich ihm einfach mal ein bisschen Cobblestone, damit der da ein bisschen weiterkommt. Und er hat mir gesagt, ich muss dafür nur ganz einfach irgendwie hier in seinen Keller gehen. Und da ist dann ein Portal und dann muss ich durch den Nether und dadurch komme ich dann irgendwie zu dieser Basis. Na, das wird ja was. Aha. Teleportation. Damn. Alter, Petrit, wo führst du mich hier hin? Wenn ich bei dieser Reise draufgehen werde, dann hasse ich Petrit. Fick dich. Oh, yo. Oh, yo, oh, yo. Ich brenne im Nether, nicht gut, gar nicht gut. Nee, no, nee, no. Ist es das? Ich glaube, das ist es. Naja, eigentlich mal so gar nicht. Eigentlich ist das absolut falsche Portal. Müsste es zumindest sein. Digga, was hast du mir hier für Koordinaten gegeben? Ich bin jetzt halt haargenau da, wo dein scheiß Portal sein soll. Hä? Wow, willst du mich verarschen? Wo soll denn hier ein Portal sein? Hä? Einfach mal gar keinen Schimmer von, wo ich jetzt gerade gekommen bin. Komplett die Orientierung verloren. Jo, geil. Ich würde dann sagen, ich bin mit einer Menge Cobblestone im Nether gefangen. Falls es euch gefallen hat, dass Petrit dafür gesorgt hat, dass wir jetzt verloren sind, dann lasst doch einfach mal eine positive Bewertung da. Und guckt am besten einfach mal nicht bei dem Bastard vorbei, denn wegen dem bin ich jetzt total am Arsch. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Neben mir findet ihr weitere Craft Attack-Folgen. Ich versuche mich währenddessen einfach mal zu retten, damit ich nicht komplett drauf gehe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Autsch. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein!